Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen mit Dirk Hilger, Trader und Entwickler von StereoTrader. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend, wollte ich schon sagen, heute Morgen live dabei sind. Und ja, ich bin gespannt, was der Markt heute mit Dirk vorhat. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FXLED. Und wie immer schauen wir uns zunächst den Risikohinweis an, denn auch dieses Webinar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken, unabhängig vom Inhalt heute und ob der Dirk vielleicht den einen oder anderen Trade macht, müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen diese Veranstaltung bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Sehr gut, dann lieber Dirk, kriegst du jetzt den Bildschirm. Und, ja, das ist ganz schlecht. Genau. Natürlich. Ja. Und wie immer wünsche ich dir viel Erfolg, viel Spaß und es wird Monitor 2 sein wahrscheinlich. Ja, könnte sein. Wie immer gucken wir mal, ob das so passt. Man weiß es nie genau, ne? Und, passt das? Passt. Passt, gut. Du klingst verschnupft, genau wie ich. Ich klinge auch immer noch verschnupft. Hm? So ist es. Ach so, oder hast du einfach nur die Nase voll? Ich meine, das wäre ja auch ein plausibles Erklärungsszenario. Lass uns das nicht weiter ausführen. So, eine Sekunde. So, muss hier irgendwie noch ein bisschen aufräumen. Wir haben es ja gerade hier schon ausgetauscht, der Nelson und ich, über das allgemeine Befinden. Daher, all die, die es mitbekommen haben, haben wir dann schon mal einen ersten Eindruck von dem, was dann heute hier passieren wird. Oder auch das Webinar heute wird, genau. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe, das ist nicht richtungsweisend. Ich sage jetzt von meiner Seite erstmal guten Morgen, hallo und herzlich willkommen. Ich sitze auch fast gerade, der Stuhl war ja auch gerade das Thema und freue mich, dass ihr heute hier wieder zahlreich, ja, noch nicht so, ein paar gehen noch, schätze ich mal, dabei seid hier zum Live-Trading-Webinar mit meiner Wenigkeit bei, von und mit Nelson und FX Flat. So, wie immer, also ich bin ein bisschen später aufgestanden heute, aber ich habe ja auch letztens noch irgendwie so ein bisschen rumgekränkelt und habe nur so ein paar Nachwehen. Und deswegen klinge ich auch immer noch ein bisschen verschnupft, das nervt mich so ein bisschen. Aber gut, da muss ich jetzt halt irgendwie durch. Ich gehe auch jetzt irgendwie gleich auf das Bild. Habe ich hier Nutella hängen? Nee, ne? Doch. Doch, ich habe gerade Nutella-Brot gegessen. Ich bin ja voll der Nutella-Fan. Aber so ist das, ne? Wenn man als Kind mit irgendwas aufgewachsen ist, dann kriegt man es nicht mehr los. Das ist immer, aber immer vor dem Webinar morgens ein Nutella-Brot, so, damit man wenigstens irgendwas im Bauch hat. Und ich finde das immer total super. Hast du wenigstens selber geschmiert oder liefern lassen? Ja, ist klar. Nein, das schmiere ich mir selber. Hallo. Und wie immer gilt, ne, also was der Nelson gesagt hat, absolut richtig, bitte irgendwie der Risikohinweis ist nicht nur eine Floskel, sondern das ist tatsächlich so gemeint. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das letzte Mal war, ich glaube, das war aber okay, aber trotzdem sollte man, ich meine, was man ja machen kann, dafür machen wir das ja auch hier, ich erkläre halt, wie ich den Markt sehe, behaupte mal, recht oft ist das ja auch halt auch ganz, nicht ganz falsch, wie ich das sehe. Und nichtsdestotrotz heißt es aber halt auch nur abgleichen mit dem, was man selber vorhat und nicht einfach klicken, wenn ich klicke. Und also gemeint ist natürlich eine Positionseröffnung, ne? Und weil man ja auch eben manchmal so das Phänomen hat, dass dann zwar alles richtig ist, was man gesagt hat, der Markt bewegt sich dann aber nicht und dann hängt man dann halt irgendwie am Ende des Webinars da und der Markt bewegt sich immer noch nicht und die Position ist nicht zu, ne? Und das möchte ich natürlich auch vermeiden, dass das dann halt eben passiert, dass man dann halt eben dann am Ende mit irgendwas da rumhängt, wo man dann halt nicht mehr klarkommt. Ne? Auch wenn ich ganz oft dann irgendwie in der Gruppe dann halt irgendwie Trades dann zwar noch bis zu Ende bringe, beziehungsweise weiter begleite, heißt aber nicht, dass ich das unbedingt schaffe. Ne? Und was natürlich auch gilt, ist bitte sehr, sehr gerne hier in die Kommentare rein. Siehst du, das meine ich jetzt. Jetzt sitze ich hier wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. Und dabei ist das eigentlich nur der Stuhl. Also, so ist doch anständig. Ne? Ja. So, ich gehe jetzt aber mal rüber hier aufs Bild, auf den Chart im H1. Auch gar keine Kommentare zu deinem Hemd. Ja, ne? Ja, das ist das Neutralhemd. Das war einfach nur Sommerhemd.
So, hier auf der linken Seite, aber hast recht, ne? Es ist sehr, sehr wenig Input. Also wir machen es einfach mal so. Ich mache jetzt erst hier weiter, wenn hier mindestens 10 Kommentare stehen. Bis dahin sage ich einfach nichts mehr. Und gucken wir, ob das Wirkung zeigt. Ja, vielen Dank für die Teilnahme. Ja, kommt doch. Also, strengt euch mal an. Den Tag, ja, da kommen sie doch. So ist das doch schön. Also bitte. Was? Nusssplit? Mit. Achso, als zum Frühstück, ja, auch nicht schlecht. Das stimmt. Auf jeden Fall. So, ich hatte ja vorhin, bevor ich jetzt hier auf den Markt eingehe, ich hatte ja vorhin in der Gruppe noch einen Trade gepostet. Den habe ich nur leider jetzt nicht auf dem Konto hier gemacht, sondern auf dem anderen. Und der war der Dow, den habe ich hier auf der rechten Seite im H1. Dow Short bei 710. Das ist so recht genau hier oben das Hoch. Also den hatte ich als LPO. Das war hier die Eröffnung ungefähr von der Kerze davor, von der Stunde davor. Als LPO Stop, wenn man den gemacht hat. Ja, ich habe ganz vergessen, den Stop dazu zu schreiben. Aber für mich ist dann immer irgendwie klar, der Stop kann nur das letzte Hoch sein. Und wie gesagt, ich habe ihn jetzt hier nicht. Da war der Entry. Den Trade selber werde ich also jetzt hier nicht zu Ende führen können, weil wie gesagt, ich habe ihn nicht auf dem Konto. Aktuell liegt das Ding also 23 Punkte vorne. Die Idee war, dass die Stunde halt nach unten auflöst, also hier das Low nochmal antestet. Ne? Das heißt also, wenn man den jetzt irgendwie gemacht hat, würde ich mir halt überlegen, ob man den nicht da oben dann halt, beziehungsweise jetzt nicht irgendwie gleich rausnimmt, falls die Stunde irgendwie halt dann doch nicht irgendwie in Schwarz, beziehungsweise Rot, halt zumindest irgendwo hier unten endet. Und dann hat man halt eben 20 Punkte und es gibt ja auch durchaus Schlechteres als irgendwie 20 Punkte da mal eben auf die Schnelle mitgenommen zu haben. So, also das war wie gesagt der Trade, dazu nur ganz kurz. Aber wir stecken hier in der grünen Zone, ich komme da aber gleich nochmal drauf zurück, die generell Support ist und auch gestern war das hier, beziehungsweise diese Kerze war der Long Trade, den ich auch im Blog schon gepostet habe. Ich hätte damit gerechnet, dass das Ding noch wesentlich höher geht. Aber ist dann kurz vor der 33.000 gedreht. Ne? So, aber wie gesagt, wenn das Ding sich jetzt hier umkehrt, dann kriegen wir halt auf der anderen Seite ein relativ klares Bild nach unten. So, jetzt aber erstmal eins nach dem anderen. Ich gehe jetzt hier erstmal auf den Daily, sowohl im DAX als auch im Dow. Also links DAX, rechts Dow. Daily, weil ganz einfach klar, Daily ist natürlich immer so die Marschrichtung. Wir brauchen ja irgendwie eine Vorgabe, beziehungsweise eine Idee, besser gesagt, was der Markt denn heute so treiben könnte und eben auch zum Tagesende hin, so dass man halt eine Richtung hat, auf die man sich dann möglichst einstellen kann. Also, beziehungsweise die Überlegung dabei ist eigentlich immer, was möchte die Tageskerze werden, ja? Und beziehungsweise, was ist am plausibelsten, weil einfach vor dem Hintergrund, weil ich davon ausgehe, dass der Kassamarkt natürlich halt, das sind ja keine Scalper, sondern die hauen Positionen da rein, die sich nach dem Bild halt richten oder nach was auch immer, ja, aber ich gehe halt nur nach dem Bild und von daher gucke ich mir natürlich an, wie sieht die ganze Geschichte aus und was wird es wohl zum Tagesende hin werden. Jetzt hat die Tageskerze natürlich noch zeitlich eine Menge Luft. Das heißt, die hat natürlich Zeit bis, also im DAU halt bis heute Abend um 23 Uhr, im DAX halt ähnlich, weil die Kernzeit da halt ein bisschen anders ist. Aber trotzdem sieht man halt schon so ein bisschen Tendenz. So, und wir sehen halt hier zum Beispiel im DAU auf der rechten Seite, hier oben die 801, die bei mir auch im Daily eine Linie ist. Wir hatten mit einem kleinen Gap eröffnet, da irgendwie mal kurz dran gedotzt und jetzt drückt er halt hier auf der Unterseite rum und klemmt jetzt einfach hier am nächsten Level. Generell aber kann das Ding halt durchaus eine Etage tiefer drücken, auch wenn ich im Blog geschrieben habe, das Long-Szenario ist noch nicht vorbei. Ja, aber das Short-Szenario, was sich hier gerade so ein bisschen auftut, vermutlich auch nicht. Ne? Und deswegen würde ich da jetzt erstmal schon die Tendenz nach unten irgendwie versuchen zu kriegen, als jetzt irgendwie nach oben. Das heißt, wir können halt hier im Dow als Beispiel durchaus noch ein bisschen rauf und runter wackeln. Das kann natürlich passieren. Das heißt, dass wir also innerhalb der bisherigen Bewegung uns nochmal halt irgendwie da rauftasten und dann nachher die Unterseite nochmal versuchen. Weil was wir halt sehen, ist halt hier, da, ne, das war der letzte Freitag, dass wir stehen halt einfach nur in dem Außenstand. Und das heißt, da konnte gestern einfach auf den Freitag nichts mehr draufgesetzt werden. Also hier ein kleines Hoch, ja, okay,
hat aber tiefer geschlossen. Und das heißt eigentlich, da ist am plausibelsten, dass wir hier die 512, also die Unterseite vom Freitag mal anlaufen, dort mal gucken, was passiert. So, die Frage ist natürlich wie immer, wie kommt man da hin? Und das macht man eben im kleineren Timeframe. Im DAX ist es für meine Begriffe recht ähnlich. Der hat auch irgendwie auf den Freitag, ne, das hier ist der Freitag, sieht man nichts draufgesetzt, auch tiefer geschlossen, an der fast punktgenau oben an meiner roten Zone gescheitert. Und da hatte ich eigentlich auch am Donnerstag, oder war das am Freitag? Ich weiß gar nicht mehr, am Freitag, nee. Da habe ich halt gesagt, irgendwie die 329, ne, also die hängt da noch so rum. Und da darf der eigentlich gerne drauf korrigieren. Da hatte ich auch einen Short Trade, den habe ich nur nachher nicht mehr weiter begleitet. Der hat aber halt ein paar Punkte abgeworfen. Hätte ich aber auch gedacht, wir kriegen die 329. Und das wäre dann halt hier jetzt auch eine kleine Übertreibung unter dem Freitag. Ich gucke mal, ob hier mein Zeichentool doch ist da. Ne? Also hier, da ist das Freitagstief irgendwie so bei 330 oder irgendwie ein paar Punkte, 340 Pi mal Daumen. Und da halt einmal kurz reinstechen. Zumindest reinstechen. Es kann natürlich auch sein, dass wir da durchfallen und dann hier ganz runterlaufen wieder. Das weiß man halt eben nicht. Ne? Aber das wäre jetzt zumindest so auch vor dem Aspekt, wie gesagt, weil er gestern hier oben nichts draufgesetzt hat, kein neues Hoch, also kleines neues Hoch, tiefer geschlossen, heißt die Motivation hat hier so ein bisschen nachgelassen zum Wochenstart und da sollte dann eben auch nach unten so ein bisschen was drin sein und da ist natürlich mein erstes Ziel die 329. So, ob das jetzt im kleinen Timeframe direkt so funktioniert um 10 Uhr, muss man halt mal sehen. Wäre aber jetzt tatsächlich so mein allererster Ansatz. Ne? Also auch wenn der jetzt hier vielleicht noch ein bisschen hochwackelt, aber das würde ich dann eigentlich dafür nehmen, um mich besser einzukaufen, beziehungsweise halt eine Short-Position besser hinzukriegen, um dann halt tiefer zu kommen. Ne? Das wäre jetzt so mal der Ansatz. Wie das Ganze jetzt dann halt die Tage weiterläuft, das weiß ich natürlich nicht. Ne? Hängt aber auch davon ab, wenn der Markt das jetzt macht, also wenn er halt hier die Lows irgendwo auslotet, sowohl im DAO als auch im DAX, wie er dann halt eben damit umgeht, kriegen wir dort heftige Reaktionen von Käuferseite, schiebt der Markt nach oben und dann haben wir natürlich halt auch noch oben wieder Luft. Aber davon hängt es meines Erachtens so ein bisschen ab. Nochmal ganz kurz im DAO, hier sieht man im Wochencharten, das war auch mein Ansatz letzte Woche, wo ich gesagt habe, hier der SMA 20 in der Woche ist wohl das Ziel. Und das hat auch soweit gepasst und hat sogar drüber geschlossen. Das heißt aber natürlich nicht, dass der jetzt dann halt hier weiter drüber läuft. Ja? Aber man sieht, das Ding hängt halt eben auch. Ja? Und von daher hat er halt auch nach unten so ein bisschen Luft und kann das Ding auch nach oben biegen, aber halt eben bis zum Freitag hin. So, und gestern hätte er eigentlich schon die Chance gehabt. Und da war der SMA 20 hier noch gerade. Wir saßen dann auch hier ungefähr in dem Bereich und das hat perfekt gepasst zu meiner grünen Zone. Er hätte hochziehen können, also hier bis zu diesen Hochs, da oben eben an der Stelle, ne, 470 bisschen viel, aber halt eben so hier in das Mittelfeld irgendwie so knapp unter diese Kerze und deswegen bin ich da halt auch auf 150 etwa, habe ich gesagt, das wäre so der Bereich gewesen. Das hätte er gestern schon hinkriegen können, hat er aber nicht gemacht. Gut, werden wir dann wohl irgendwie an einem anderen Tag diese Woche höchstwahrscheinlich nochmal halt probieren. So, bevor ich mich jetzt aber hier verplappere in zu viel theoretischen Zeugs, gehe ich jetzt erstmal kurz rüber auf den anderen Schirm. Bin dann sofort wieder da. Und gerade mal gucken, ups, wo ich hier bin. Ich würde nämlich dann jetzt erstmal auf den DAX switchen. Habe ich jetzt hier alles? Ja, sollte aber eigentlich passen, ne? So, da ist er also, der DAX. Hier, drückt einmal kurz nach oben. Viel mehr passiert da nicht. Ich würde halt auch hier relativ schnell, ehrlich gesagt, reingehen. Also, wenn jetzt nach oben nichts mehr nachkommt, sieht so ein bisschen unordentlich aus, mein Chart, ne? Muss ich gerade feststellen. Und wenn da oben nichts mehr nachkommt, würde ich da auch relativ schnell eigentlich dagegen halten. Außer aber, wir ziehen hier nochmal auf den, beziehungsweise ich lege hier mal eine Stop-Order hin, also bitte nicht nachmachen, ja. Und außer wir ziehen nochmal auf die 4, 5, 6, aber momentan sieht es ja erstmal nicht so wirklich danach aus, wobei das jetzt auch erstmal nur die ersten Sekunden sind, ne? Also, das heißt hier im M5, hier oben auf der Oberseite sehen wir es, beziehungsweise hier oben rechts im Schirm, da haben wir halt
die letzten Hochs hier an der Stelle. Das ist natürlich jetzt alles hier so zeitlich ein bisschen knapp. Stop liegt auf 69 Punkte. Das soll jetzt irgendwie eigentlich nicht so das große Problem sein. Man muss das auch nicht irgendwie mit einer Position machen, sondern kann es ja halt irgendwie auch wie immer mit mehreren machen. Ne? Man hätte hier oben hier tatsächlich direkt schon dagegen gehen können. Das habe ich auch gerade gemeint. Ne? Also ich würde halt schon versuchen, hier oben relativ schnell. Das kann aber trotzdem passieren, dass er halt einmal da oben durchsticht. Ich würde jetzt aber hier tatsächlich erstmal eine Position aufmachen und dann mal gucken, ob wir nicht halt hier direkt den ersten Impuls nach unten direkt wegziehen, ja, und uns dann nach unten hin vorarbeiten. So, das ist natürlich jetzt sehr, sehr schnell alles, ja. Und deswegen halt aber auch ein Grund, warum ich sage, bitte nicht einfach nachmachen, ja, weil das kann natürlich halt auch irgendwie ein bisschen zu schnell gehen. Und ich versuche ja halt immer irgendwie alles zu erklären. Und manchmal bin ich halt eben mit meinen Ausführungen dreimal langsamer als mit meinen Erklärungen. Da sind die noch so gut und ich kriege es dann am Schluss nicht umgesetzt, wie die ganze, beziehungsweise den eigentlichen Trade dann eben auch zu machen. Ne? Also das war jetzt halt hier zumindest schon mal irgendwie ein kleiner Rutscher nach unten. Irgendwie mit 10 Punkten hätte man den auch scalpen können. Aber dafür war ich jetzt natürlich dann auch zu langsam. Sieht jetzt hier so ein bisschen unordentlich aus, also sorry dafür, aber liegt natürlich auch eben daran, dass der Markt hier gerade die ganze Zeit irgendwie nur auf der Stelle rumgewackelt ist und ich versuche jetzt hier eine Auflösung hinzukriegen. Hier oben rechts ist wie immer mein M15, hier der M5, da der H1 und hier der Daily. Ne? So. Und da sieht man ja halt, warum, weshalb, wieso, warum komme ich überhaupt auf die Short-Idee, ja, das heißt, der kann auch immer noch in die Hose gehen, ja, aber wir haben halt hier oben einfach keine neuen Hochs, haben aber hier, ich hoffe, man kann das alles erkennen, haben aber hier an der Stelle ein neues Tief, ja, und wenn man das einfach mal als Trend mal irgendwie darstellt, und dann ist das erstmal ein Short-Trend, ne, sieht man ja hier dann auch mit dem, ich habe das Flux mal kurz eingeschaltet, dann ist das ein Short-Trend. So, und der könnte halt, auch wenn das jetzt natürlich vom Zeitlichen alles sehr, sehr früh ist, aber der könnte eben nach unten fortgesetzt werden. Könnte, ja. Ich habe auch vorhin gesagt, die 329, ich halte das für absolut plausibel, heißt aber nicht, dass wir das jetzt in der ersten Stunde machen, ja. Deswegen ist das jetzt hier auch erstmal nur als Versuch zu sehen. Das muss nicht aufgehen, ja. Wir können genauso gut hier im H1 noch oben versuchen, eins draufzusetzen, beziehungsweise der kann versuchen, hier oben die Highs rauszunehmen und dann erstmal nach oben laufen und dann die ganze Geschichte dann erst um, weiß ich nicht, 12 Uhr oder wann auch immer dann halt auflösen. Das kann genauso gut passieren. Ne? Deswegen ist das natürlich immer so ein bisschen risky, wenn man direkt um 9 Uhr reinspringt und dann versucht halt irgendwie eine Auflösung von einer Range, wie wir es jetzt hier gerade haben, hinzukriegen. Ne? Also wenn es komplett unmöglich wäre, würde ich es ja nicht machen. Ne? Da hätte ich jetzt nicht so schnell gedrückt. Ich halte das immer noch für denkbar, vor allen Dingen auch, weil halt wirklich 9 Uhr oft, genau wie die Kasse im DAU um 15:30 Uhr, oft gleich mal irgendwie so das Tagesprogramm, also das anvisierte Tagesprogramm mal in einem Rutsch abspult und danach dann halt irgendwie guckt, was passiert als nächstes. Ne? Und das könnte im DAX jetzt eben ganz genauso kommen. Und das werden wir aber halt erst ein paar Minuten sehen, frühestens um 9:15 Uhr. Werden wir dann halt sehen, ob die ganze Geschichte dann wegen sich nach unten aufdröselt. Ne? So, der Lutz hat mitgehandelt, 20 Punkte, schön, kann man so machen. Ne? Also klar, Skypen ist dann natürlich, wenn man so ein Bild hat, ja, wo man sieht, worum geht es eigentlich, ja, im großen Bild und handelt dann einfach gegen die Reaktionen, ja, beziehungsweise halt wie jetzt hier, was heißt gegen, ja, also einmal hier Luft holen. Man weiß, okay, das Ding ist eigentlich im Short-Trend und sollte eigentlich nach unten, dann rennt der nicht einfach oben drüber. Und deswegen kann man da halt, also in der Regel nicht, ne? Und deswegen, wie der Lutz das gerade höchstwahrscheinlich dann gemacht hat, einfach mal oben drauf gedrückt und dann unten wieder raus, ist mit Sicherheit nicht falsch. Also 99% der Fälle ist das dann halt auch sehr, sehr erfolgsversprechend, dass so eine Geschichte eben aufgeht. Ich versuche natürlich hier im Webinar jetzt nicht unbedingt so die ganz schnellen Nummern dann halt zu machen, sondern halt hier so ein bisschen mehr eben an Richtung aus dem Markt rauszukitzeln. Und da muss man halt leider sagen, je mehr man halt will an Strecke, umso größer ist natürlich das Risiko, dass der Markt genau was anderes halt macht. Ne?
So, aber erstmal drücken wir hier nach unten. Ganz falsch sieht es also nicht aus. Und, oh Gott, ich wäre froh, wir wären mal aus hier der komischen Zone da raus, damit man hier ein bisschen Ordnung reinkommt ins Bild. So, also hier sieht man jetzt, ne, der Short-Trend im M15 wird erstmal weiter beackert. Und wir werden jetzt mal sehen, ob wir hier jetzt auch direkt runterkommen oder nicht. Ich lasse den Trade jetzt mal, wie er ist. Der Stop schwebt da oben irgendwo im Nirvana rum. Und ganz klar, unverändert hier die 329 wäre jetzt halt mein Target. Ne? Also hier aus dem H1. So. Da sind wir halt. Ich habe den Live-Chart, doch, habe ich hier drauf. Ne? Aber also die 329 da auf der Unterseite wäre für meine Begriffe das eigentliche plausible Ziel. Alles andere halte ich halt für wenig relevant. So kann man natürlich absichern, das Ding liegt. Ja, jetzt recht gut im Plus erstmal. Ja, irgendwie hier ist gerade 67 Punkte. Kann auch mal irgendwie sagen, gut, ich nehme einen raus, wenn es halt einen Rücklauf gibt als Beispiel. Ne? Also kann man dann hier einfach per Stop-Order dann da oben drüber legen. Das ist keine Kaufposition. Das ist an der Stelle dann einfach nur eine Position zum Auflösen vom Short. Aber erstmal drückt die ganze Geschichte hier ordentlich runter. Das hier ist der M1. Und wir gucken einfach mal, wie weit wir damit dann halt kommen. Und manchmal ist es dann halt eben wie heute dann halt schon gut und auch richtig, wenn man halt sich dann frühzeitig dann halt lieber frühzeitig da halt in den Markt reinschaufelt, als dann zu lange zu warten. Weil eventuell kriegen wir jetzt wirklich genau das, was ich vorhin meinte, ne, dass die Stunde, also die Kasse, sich direkt mal in die Tagesrichtung mal vortastet und das direkt in einem Abwasch erledigt und dann nachher halt, wenn die ganze, also wenn die Eröffnungsstunde durch ist, dann nachher kommen halt die anderen, die es dann halt auch gesehen haben und dann irgendwie versuchen dann noch auf den Zug aufzuspringen und das ist dann halt meistens schon zu spät. So, das heißt jetzt trotzdem nicht, dass es halt bedingungslos macht darunter, das ist halt auch klar. Deswegen, man muss es schon im Auge behalten. Und ich mache das auch hier ja manuell, wie man sieht, also mit manuellen Positionen. Da gibt es jetzt auch nicht wirklich eine Automatik im StereoTrader, die einem da helfen würde. Zumindest nicht an der Stelle. Wird hier unten jetzt auch mal auf die 329. Weil das ist ja halt mein Ziel. Dort würde ich auch mal natürlich eine Buy-Limit hinsetzen. Nicht um jetzt long zu gehen, sondern einfach auch nur, um Short da aufzulösen. Wenn ich aber sehe, dass der jetzt zum Beispiel halt hier anfängt rumzuzackern, dann würde ich den halt auch tatsächlich vorher auflösen und dann halt vielleicht eher versuchen, im zweiten Rutsch dann halt irgendwie dort nochmal irgendwo oberhalb dann reinzukommen. So, die Buy-Stop-Order, ne, also hier, die auch nur zur Auflösung ist, die ziehe ich auch jetzt hier mal manuell hinterher. Da könnte man jetzt aber auch sagen, gut, trail mir die Order. Aber das ist mir jetzt nur gerade so ein bisschen viel, das zu erklären, hier auch noch im Webinar, weil ich mich hier eigentlich jetzt erstmal auf den Trade konzentrieren will. Und hätte man aber machen können, ne? Dass man halt sagt, trail mir die einfach über dem Hoch der letzten Minutenkerze hinterher und nimm mich raus, wenn halt das letzte Hoch überschritten wurde. So, wir kriegen hier so ein bisschen Reaktion, wie man sieht, ne? Das heißt, hier sollte man jetzt dann schon so ein bisschen enger werden, beziehungsweise vorsichtiger werden. Und ich würde den jetzt einfach mal rausnehmen. Hier mal die Hälfte ist jetzt erstmal weg. Weil wir haben ja so ein bisschen Reaktion hier an der Stelle. Und das führt dann halt eben dazu, dass wir jetzt hier oben, sieht man das, dass jetzt 100 Punkte liegt die Geschichte vorne. Ne? Also mit beiden Positionen zusammen. Aber eben der Break-Even liegt jetzt eben hier ganz oben, weil der jetzt halt hier averaged ist, also beziehungsweise halt die Teilauflösung ist halt hier mitgerechnet in den Short, beziehungsweise in den ganzen Trade. Und deswegen liegt der Break-Even nicht mehr hier, wo ich die Position eröffnet habe, sondern halt eben eine Etage höher. So. Oh, Alexa hat sich auch wieder irgendwie gerade gemeldet. Schön. So. Ja, Alexa, danke. Alexa ist etwas übermotiviert. So, das heißt auch hier, man muss es nicht aufs Letzte irgendwie ausreizen, ne, sondern man kann natürlich dann auch irgendwie sagen, na gut, am ersten Widerstand
gehe ich halt eben raus, ja, und pummel mich dann halt oberhalb wieder ein, ne? Kann man ja auch machen, ja. Und ich bin aber schon der Meinung, dass das Ding hier sich höchstwahrscheinlich lohnen wird, da dran zu bleiben. Deswegen wäre ich, fände ich es jetzt ein bisschen schade, wenn wir hier rausfliegen. Aber am Ende geht es ja nicht darum, dass ich hier recht habe und der Markt genau auf die 329 dippt. Es geht ja eigentlich eher nur darum, dass ich halt hier eine vernünftige Position habe und vernünftiges Trade Management. Und da halt jetzt irgendwelche Punkte rausschneide. Das ist ja eigentlich das, worum es geht. So, also wir sehen halt hier, ne, ich habe jetzt gerade den Stop mal ein bisschen rückwärts bewegt. Der lag hier direkt über dieser Minutenkerze und da bin ich jetzt mal gespannt, wie er damit umgeht. Hier oben haben wir auch den R2. Das wäre schon so ein Rücklaufpunkt. Ich lasse dir mal so ein bisschen Luft hier oben drüber. Er läuft jetzt hier über die letzte Minutenkerze drüber. Das heißt aber gar nichts. Ja. Kann genauso gut sein, dass wir jetzt halt hier direkt nochmal runterklatschen. Trotzdem wird es jetzt halt ab hier, wird Short jetzt so ein bisschen unsauber, weil halt eben die letzte Minute erstmal da raus ist. Da oben wären auch schon wieder die 400. Daher war auch hier unten der Teil-Exit absolut richtig. Aber das muss ja nicht alles an einem Stück laufen, ja. Das heißt, der Markt hat ja auch Zeit, ja. Also von daher wäre das jetzt völlig legitim, wenn wir jetzt hier dann auch erstmal ein Stück nach oben wieder korrigieren und dann halt nachher weiterlaufen. Was ich aber vermute ist, dass wir im 15, sobald jetzt halt die 15 Minuten um sind, dass wir dort direkt dann halt nochmal einen Schuss nach unten kriegen werden. Das würde ich schon vermuten. Das heißt, da könnte man jetzt auch sagen, gut, dann geht man halt hier eben raus, ne? Aus der Nummer und nimmt das Ganze dann mit dem nächsten M15 Impuls, versucht man das Ganze nochmal mitzunehmen. Aber hier sieht man jetzt natürlich halt auch, ne, also wir kriegen halt direkt so ein bisschen gegen, wer hier ging gerade ziemlich ruckartig nach unten, auch wenn jetzt hier die letzte Minutenkerze mal überboten wurde. Ich habe ja gerade gesagt, es das heißt im Zweifelsfalle nichts. Das heißt nur, das wird erstmal eventuell ein bisschen unsauber und ist halt generell kein doofer Exit. Wenn wir jetzt hier nochmal neues Hoch dran setzen, dann würde ich aber rausgehen. Das heißt also, wenn sich diese Struktur, die wir hier gerade sehen im M1, dass sich nämlich halt eben Long da so ein bisschen nach oben durchsetzt, also dieser kleine Mini-Ausbruch, wenn der sich nach oben jetzt weiter drückt, dann würde ich erstmal die Short-Position auflösen. Wenn wir jetzt aber halt das ganze Ding hier wiederum eliminieren, also vor allen Dingen hier die letzte Minutenkerze, könnte man hier unten auch glatt wieder short gehen und nochmal eine Position dran setzen. Das ist natürlich vielleicht ein bisschen risky, weil Short am Low ist immer so ein bisschen, naja, bisschen anstrengend meistens. Und aber kann trotzdem funktionieren, ne? Weil dann war das hier letzten Endes nur so ein kleiner Fake und die Reise geht dann halt weiter. Und was man ja auch oft sieht, ist, dass der Markt ein Programm abspult, also so ein zeitliches Programm, das dann halt eben bis zum Ende der Stunde oder zumindest mal 30 Minuten, aber oft sogar bis zum Ende der Stunde einfach komplett durchgeballert wird. Das sieht man eigentlich relativ häufig. Und darauf würde ich jetzt hier auch so ein bisschen bauen. Vor allen Dingen, wir haben ja auch erst, muss man ja auch mal ganz klar sagen, wir haben gerade erst irgendwie 14 Minuten den Markt auf. Ja, sieht man das jetzt auf den M5. Und da ist ja dann nichts. Ne? Hier oben einmal so ein kurzes, ich weiß nicht wohin. Dann halt hier eine lange Kerze. Und mehr ist ja noch gar nicht passiert. Ne? Und das ist jetzt erstmal die Kampfansage hier an der Stelle. Und jetzt bin ich mal gespannt. Also hier M15 habe ich ja gesagt, der könnte eigentlich direkt einen Impuls nach unten schieben. Wir werden sehen. Und wenn er das macht, drückt er wahrscheinlich auch direkt unten durch. So, von daher, das würde ich jetzt mal kurz abwarten. Und dann wissen wir halt eben auch, okay, wenn der M15 das jetzt macht, ja. Und dann wissen wir auch, okay, die Rhythmik ist 15 Minuten oder 10 Minuten, weil der Impuls ja erst hier losgegangen ist nach den ersten 5 Minuten. Und dann kann man da natürlich dann auch drauf bauen. Ja, das heißt, ist natürlich ein bisschen schwierig dann halt mit der Stoppsetzung und mit drauf bauen meine ich halt, dass man sich dann eben halt nach den 15 Minuten Kerzen einfach orientiert und den Stopp dann da hinterher zieht. Ne? Aber passiert gerade so ein bisschen wenig hier im M15. Von daher
ist das möglicherweise nicht der Ansatz. Wir müssen mal gucken, was jetzt halt hier gleich passiert, wann hier der nächste Rutscher kommt. Und da dann auch mal versuchen, das irgendwie zeitlich einzutüten. Also hier der M5, das grüne Ding hier, beziehungsweise weiße Ding hier, sollte einen meines Erachtens nicht dazu verleiten, hier großartig Long zu suchen. Ist aber natürlich keine Empfehlung. Wer das anders sieht, kann das natürlich auch gerne anders machen. Ich würde eher wirklich darauf warten, bis wir hier die M1 da nochmal nach unten haben, beziehungsweise nach unten brechen und dann halt hier direkt ein neues Tief machen. Da muss man aber, wenn man sowas macht, ja, natürlich aufpassen, dass es nicht die ganze Position dann damit verhaut und vor allen Dingen, man muss echt schnell sein, ne? Also das, weil oft ist es so, dass man ja auch irgendwie, gerade hier, das würde ja bedeuten, erstmal kein neues Tief, ja, und kein neues Tief ist dann halt oft auch irgendwie das gegenteilige Signal, nämlich, dass wir halt nach oben laufen. So, und deswegen den auf keinen Fall irgendwie ausreizen, ne, sondern er macht es hier jetzt erstmal relativ sauber für 2, 3 Punkte. Ob da jetzt wirklich mehr hinterherkommt, muss man halt sehen. Wenn nicht, würde ich das ganze Ding dann halt eben dann auch rausnehmen. So, aber erstmal sieht das ganz gut aus. So, und den Stop ziehe ich jetzt mal direkt hier hinterher. Mal gucken, ob das jetzt funktioniert oder nicht. Hier unten kommt nochmal die Short-Auflösung hin und ich brauche jetzt hier natürlich dringend den Push nach unten, damit sich das hier lohnt mit dieser zweiten Position. Man kann natürlich auch sagen, gut, dann sichere ich die hier separat ab, indem ich hier nochmal eine Long Order hinlege oder halt auch hier drüber, wo die dann halt erst nochmal rausgeht, ne? Also hier war ja der Entry, da wo das kleine X ist an der Stelle, kann man natürlich auch machen, dass man die dann halt eben separat behandelt, ne? So, ein paar Punkte Luft kann man natürlich geben, auch keine Frage. So, komm. Einmal runterdrücken, sei nicht so. So, wenn er nicht will, will er nicht, ne? Also hier mit einem Punkt abgesichert. Gut. Passt. So, und trotzdem werden wir jetzt halt rausfinden, ob die Geschichte, ne, weil das meinte ich halt. Kein neues Tief bedeutet halt eben auch relativ schnell dann halt, oh, erstmal wieder rauf, weil hier unten geht es nicht weiter, ne? So, kann natürlich auch sagen, gut, ich mache es halt hier drunter, ja. Gehe hier unten drunter nochmal halt irgendwie short. Und hole mir von da an dann halt eben den Rest von der Strecke. Aber das sind auf der anderen Seite auch wirklich genau die gefährlichen Dinger, so nach dem Motto, ja, der muss jetzt da unten hin. Muss er nicht. Und was man manchmal einfach vielleicht machen sollte, ist, den Stop halt einfach näher ziehen, als man eigentlich möchte, ja. Und dann halt irgendwie sagen, gut, das war's dann halt, ja. Was weiß denn ich? Ich habe doch keine Glaskugel, ob der jetzt wirklich da unten hingeht oder nicht. Nur weil ich das eben so analysiert habe, im Zweifelsfall ist das doch dem Markt total Wumpe, ja. Und ist eigentlich dann halt auch viel besseres Gefühl, wenn man dann einfach auch mal sagt, ja, pass auf, weißt du was? Ich drücke jetzt einfach drauf. So. Und hab hier meine Punkte im Sack. Kurze Rede, langer Sinn. Ne? Einfach auch manchmal kurz entschlossen, wenn man sieht, das Ding reagiert hier. Ja, vielleicht habe ich hier 20 Punkte verschenkt. Kann sein, ja. Aber erstmal habe ich hier irgendwie, gerade mal hier, Sekunde mal, gucken, wie viel das jetzt war. Ich muss hier nur gerade mal irgendwie umstellen. Du ist es 100. So, ich bin sofort wieder da. So. Also 103 Points waren das hier gerade. Finde ich ja mal recht beeindruckend für eine Markteröffnung in den ersten 20 Minuten im DAX. Das hat man ja auch nicht jeden Tag, ne? Und da kann man aber sagen, ey, komm, das ist doch geil und das nehme ich doch jetzt einfach mal mit. So, das freut mich für alle die, die heute nicht dabei gewesen sind. Die haben hier ein schönes Webinar verpasst, einen schönen Trade auf alle Fälle, behaupte ich mal. Weil insgesamt war das ja doch ganz, ganz ordentlich, ne? Und das ist jetzt halt so das letzte Stück hier jetzt einfach, ne? Ich weiß vor allen Dingen auch nicht, was da passiert. Also ich gehe immer noch davon aus, dass wir da hinlaufen, ja? So, und wenn man jetzt irgendwie nicht gerade so wie wir hier Kurzfristhandel oder Scalping halt macht. Und dann kann man das Ding natürlich auch in Ruhe lassen, ne? Dann hat man ja dann irgendwie auch einen anderen Ansatz, was ja halt eben auch das
Risk angeht und so weiter. Nur mein Ansatz ist ja eben der, ich versuche möglichst hier in der Stunde einen Trade durchzuhaben. Ja, und dann habe ich eben natürlich auch nicht die Möglichkeit zu sagen, ja, von mir aus kann der auch nochmal irgendwie ins Minus laufen. Das geht dann natürlich in so einer Stunde, ja, wie jetzt hier in einem Webinar, natürlich überhaupt nicht. Ne? Das ist halt klar. So, und deswegen habe ich den jetzt hier auch zugemacht. Und wie man sieht, ganz falsch war das nicht so wirklich. Ne? Weil nämlich der Ansatz, den ich vorhin meinte, kein neues Tief, heißt im Zweifelsfall eben dann auch wieder hochdrücken. Genau das passiert nämlich hier gerade. Und der Markt fühlt sich motiviert, da nochmal auf der Oberseite irgendwas zu versuchen. Oder halt eben einfach, falls jetzt irgendwie ein zeitlich gesteuerter Algo oder überhaupt ein Algo am Start ist, dann wird halt eben oben wieder drauf einen Knopf gedrückt. Ne? Hier die blaue Linie ist einfach nur der SMA 20. Da bin ich irgendwie so in letzter Zeit ein Fan davon geworden. Den halt immer so ein bisschen im Auge zu behalten. Und was auch recht oft gut funktioniert hat. Oh, hier sehen wir jetzt natürlich 198 Kontrakte. Wenn das echt ist, ja, dann drückt das Ding gleich wirklich bis in den Keller. Also die Reaktion war auf jeden Fall gerade recht ordentlich. Ich habe gerade überlegt, ob ich da nicht einfach nochmal short gehen soll. Aber das war schon recht deutlich. Also das 200 Kontrakte da fast auf einem Level, da hat jemand was vor. Also wenn das echt war, aber es sieht ja gerade so ein bisschen aus, als wäre das echt gewesen und als wäre da direkt dahinter eine Market von dem gleichen Teilnehmer gedrückt worden. Und als hätte die 198 Kontrakte, die wir da gerade gesehen haben, die Grenze markiert. Ich bin gespannt, ob die nochmal da sind, ob es nochmal hochgeht, ein Stück weit. Wo war das hier oben irgendwo, ne? Ah. Okay. Ist nicht mehr da. Dann möglicherweise auch komplett ausgeführt worden. Sehe ich halt hier leider nicht. Da bräuchten wir jetzt natürlich dann irgendwie ein Footprint. Okay, so, ich gehe mal nochmal rüber auf das andere, auf das große Bild. Und gucken wir, was da so passiert ist. Also Dow klebt hier auch noch so ein bisschen rum, drückt sich da halt auch auf der Unterseite. Da hatte ich ja irgendwie auch in dem Trade vorhin von der 700 10 kommend, den ich in der Gruppe geschrieben habe, gesagt, wenn er unter 630 geht, darunter schließt, kann man den wahrscheinlich drin lassen bis zum Ende des Tages. Gemeint war natürlich die Stunde, ne? Also das heißt, das hat er hier ja nicht gemacht. Wir haben ja bei 690 geschlossen. Trotzdem gilt es jetzt natürlich auch für die nächste Stunde, ne? Also wer den irgendwie noch hat, den Trade, oder den Ansatz irgendwie gut fand, der kann sich ja überlegen, ob er das aushalten möchte. Also wenn wir einmal hier unter der grünen Zone schließen, also hier unter dem Low letzten Endes ja dann kann man sich das wirklich überlegen, ob man den nicht einfach für den Rest vom Tag dann drin lässt und dann vielleicht heute gar nichts mehr zu tun hat. Weil ich meine, was man ja halt hier sieht, ich wollte ja auf den Dow noch ein bisschen genauer eingehen, was man ja hier einfach sieht, ist, wir stochern hier an den Lows rum. Ne? Das ist der Dip gestern zur Kassaeröffnung. Der hat eben, wenn man das mal von der Seite betrachtet, also tief gekauft, ja, einmal kurz über den Freitag hier oben, konnte sich aber nicht über den Freitag, da war der Freitag, konnte sich aber nicht über den Freitag durchsetzen, hat darunter geschlossen. Wir dann nochmal versucht, irgendwie hier in dem grünen Bereich nochmal nach oben zu ziehen. Da war übrigens mein zweiter Long Trade gestern Abend, der irgendwie mit 120 Punkten bis zum Teilverkauf gelaufen ist. So, und dann kam halt wieder nichts, kein neues Hoch. Und jetzt stehen wir hier wieder an dem vermeintlich günstigen Level von gestern und stochern dort drin rum. So, und das heißt dann auch einfach mal übersetzt, ja, also von, nennen wir es mal Chart-Sprache übersetzt, hier unten. Wenn halt eben das tiefste Tief nicht gereicht hat, um den Vortag eben da oben wegzukaufen und wir darunter schließen, beziehungsweise in der nächsten Stunde sogar darunter starten, warum sollte das dann reichen, um plötzlich ein neues Hoch zu machen? Das heißt, ich gehe dann bei sowas dann einfach davon aus, okay, wir setzen tiefer an, ja, weil es nicht gereicht hat. Das heißt nicht, wenn wir jetzt halt darunter schließen, dass der direkt runterfallen muss. Das heißt nur, genau genommen, ab der Stelle, wenn wir jetzt hier irgendwo nachher starten, werden wir
hauptsächlich mal zu 99% nicht über dieses Hoch hinauslaufen. Ja? Und das heißt, da hat man dann eine kurzfristige Tendenz, in die man sich dann halt auch damit einer Position reinkaufen kann und die man auch ein Stück weit verfolgen kann. Es ist einfach erstmal nur eine kleine Tendenz, die man dann halt in dem Moment hat, ja, die sich da in dem Moment bildet. Und dann ist es für meine Begriffe auch der richtige Ansatz, sich an die kleine Tendenz erstmal kurz dran zu hängen, bevor man danach herausfindet, was macht am Ende des Tages die Kasse als Beispiel dann halt raus. Ne? So, das halt eben, um das nur mal zu erklären, warum ich halt sage, wenn wir hier drunter schließen, hat man eventuell auch gute Chancen, dass man halt eben Ruhe hat bis zum Nachmittag, weil der Markt, also vor allen Dingen die Kasse, dann vermutlich eben auch tiefer nochmal ansetzen wird und dann halt eher von dort nochmal versuchen wird, nach oben wegzukommen. So, und das nächste Tief, was wir halt hier einfach haben, im DAU, das ist eben halt genau das hier, ne? Das heißt also nichts anderes als hier diese beiden Peaks, das sind halt die letzten Lows, wobei ich da halt eher schon dazu tendieren würde, noch eine Etage tiefer anzusetzen, nämlich dann hier auf diesem High, was wir halt hier sehen an der Stelle. Also das hat einfach durch, also ersten Widerstand wird einfach durchgekauft, ist ja meistens nicht so. Oft wird ja dann halt so ein Widerstand dann nochmal von oben bestätigt, der fehlt nämlich halt einfach. Ne? Und das heißt, es ist gut möglich, dass wir auch unter die 490 fallen und dann halt hier sogar bei der 340 irgendwo ansetzen und von dort dann nochmal versuchen, nach oben zu laufen. Halte ich für wesentlich, also ich will jetzt nicht irgendwie prognostizieren, dass die Kasse danach bis auf 340, 350 da runterfällt. Echt nicht, ja. Nicht falsch verstehen. Aber ich halte es auf der anderen Seite für denkbar. Und genauso wie ich gestern für denkbar gehalten habe, dass wir eben über die 33.000 da oben weglaufen und nicht irgendwie kurz davor drehen. Also grundsätzlich war ja der Ansatz gestern zu sagen, na gut, wir machen hier nur einen kleinen Dip auf diese Konsolidierung, die wir gesehen haben vom Freitag und ziehen dann nach oben, war ja richtig, ja. Aber wie gesagt, der hätte auch für meine Begriffe einfach da oben wegbrechen, brennen können, ja. Einmal über die 33.000 drüber und dann halt eben die Highs ausloten, weil im Zweifelsfalle ist ja die Devise oder meine Devise dann halt zu sagen, ja gut, im Zweifelsfalle läuft der Markt weiter, als du denkst, ja. Und gut, gestern habe ich dann halt mal so gedacht, da ist er kürzer gelaufen, als ich dachte. Aber grundsätzlich fand ich das nicht falsch. Was man aber eben trotzdem auch sieht im DAU ist, wenn man hier unten ansetzt, ja, wo die ganze Geschichte da halt irgendwie gestartet ist, ja, das ist jetzt hier die Stunde, da sieht man halt, die Bewegungen sind schon deutlicher, ja, die Kerzen länger, zwar auch hier so ein bisschen Konsolidierung, aber dann kommt da halt hier dann direkt die nächste und die ballert halt direkt auch nochmal oben durch, lange Kerzen, dann gibt es nochmal so ein bisschen auf der Stelle Gezappel, dann kommt hier der Freitag. Und da habe ich dann auch gedacht, na, der könnte eigentlich noch ein Stück weiter. Hat er dann auch gemacht, aber nicht mehr so schön. Man sieht, die Kerzen werden kürzer. Sie werden einfach kürzer. Und die Konsolidierungen wie hier werden halt heftiger. Und genau wie gestern, auch irgendwie nur zweimal irgendwie rauf und dann halt hier direkt wieder kommt der Druck auf. Das heißt, man sieht hier schon recht deutlich, da ist irgendwie nicht mehr gut Kirschen essen da oben. Ne? Das heißt, das läuft nicht mehr so einfach weiter. Und auch das einfach mal ganz profan betrachtet, ist ein klares Anzeichen dafür, dass man da oben long irgendwie nichts mehr kriegen wird, was man problemlos laufen lassen kann für ein paar hundert Punkte. Das funktioniert einfach nicht mehr. Gestern hätte das noch machen können, ja, aber dann halt hier, wo dann halt Schluss war, habe ich dann auch gesagt, das wird nicht mehr schön. Zwar noch einen noch mal irgendwie eingetütet, weil der Markt ja natürlich dann auch nicht sofort aufgibt und das halt noch mal versucht, aber trotzdem, ne, das ist halt nicht mehr schön für long hier oben, deswegen lieber dann eine Etage tiefer denken und dann hier unten irgendwo, falls es nochmal macht, dann dort versuchen, nochmal reinzukommen und dann halt mal sehen, ob die Woche nicht doch noch irgendwie nach oben wegläuft. Hat jetzt natürlich mit Daytrading nichts mehr zu tun, aber wenn man Positionstrading macht, eben oder Swing Trading über eine längere Zeit, ist das, glaube ich, halt ein Ansatz, der dann vielleicht nicht so falsch ist, sich das dann halt mal eben auf dem Level hier anzugucken. Ne? So, also das kann aber natürlich jeder machen, wie er will. Und von daher, das ist ja nur my 50 Cent zu der ganzen Geschichte. So, was macht denn der DAX? Der klebt da immer noch rum, 329 immer noch nicht erreicht. Gerade schon wurde auch hier gesagt, ja, die Knoppers-Fraktion, also die 9:30 Uhr, guck mal nochmal rüber, was der jetzt da treibt. Und, so, da sind wir wieder, habe ich einen richtigen Chart? Ja.
So, also das heißt, hier einfach nur so ein bisschen nach oben aufgelöst. Was heißt aufgelöst? Ja, also hier in der Minute ein bisschen nach oben gekrabbelt, mehr nicht. Und das sieht eigentlich schon 9:30 Uhr, so ein bisschen schwach, ne? Was da halt irgendwie passiert, weil oft haben wir ja um 9:30 Uhr eigentlich größere Bewegungen. Aber das ist nicht so wirklich. Also für meine Begriffe kann der auch hier jetzt einfach direkt wieder runterfallen, ne? Und das Ding da unten fertig machen. Auch wenn wir hier jetzt vorhin, da wo der Short aufgelöst wurde, da keine neuen Lows haben und der nach oben wackelt, aber da kommt ja irgendwie gerade nichts, ne? Also von daher. So wirklich passieren tut er ja nichts. Daher kann der eigentlich auch hier ohne Probleme auch so schön es hier auch aussieht, ja, aber einfach nur unten wegfallen. Und bei dem Bild wäre ich ja eher sogar ein Freund davon zu sagen, ich gehe, wenn der jetzt da unten wegbricht, dann bei der 329 vielleicht einfach nochmal long, ja. Ja. Kaum gesagt, ne? Schon fällt er halt hier irgendwie 15 Punkte, drückt er ins Loch. Weil das ist halt irgendwie, ich meine, was man ja hier sieht, ist, dass im Vergleich zu den Roten, ja, ist das ja hier mega verhalten. Ne? Deswegen habe ich das auch gerade gesagt, so, der könnte eigentlich direkt ab hier wieder runter. Und auch wenn ich jetzt hier keinen Footprint habe, was man aber halt auch mit bloßem Auge sieht, ist, dass halt nach oben einfach kein Volumen da ist. Also da war. Ja. Und mit schlappem Volumen irgendwie steigen, das funktioniert nicht. Das gibt meistens eins auf den Deckel und dann geht es eine Etage tiefer. Und oft sind es dann halt eben dann nur so Auflösungen von irgendwelchen Short-Positionen, so peu à peu. Und damit es nicht zu teuer wird für denjenigen, der das macht. Und das führt dann eben dazu, dass wir so krabbeln. Ja? Und dann halt, wenn man dann aber sowas dann halt sieht, so plemmen, dann weiß man, okay. Da ist jetzt wieder was Größeres in der eigentlichen Richtung da halt mit reingekommen. Und da geht es jetzt erstmal weiter, ne? Ja, danke fürs Feedback hier von euch. Ich lese hier gerade mal. Freut mich natürlich, ne? Aber ich glaube, es war ja, der Markt hat auch einfach gut mitgespielt, ne? Ich meine, ich kann ja nicht mehr machen als irgendwie gucken, was treibt der Markt. Versuche mich dann darauf einzustellen. Wir haben es ja auch schon gehabt, irgendwie eine Idee, alles richtig, ja, und der Markt bewegt sich nicht. Von daher freue ich mich natürlich übers Lob und aber bin dann auch dankbar, dass der Markt das einfach mitmacht. So, ich würde jetzt mal gucken, wenn jetzt halt hier die 5 Minuten, ja, wenn die so stehen bleibt, beziehungsweise halt sogar tiefer unter der geht, würde ich mich hier tatsächlich versuchen, auch nochmal irgendwie kurz nochmal short irgendwie zu positionieren, um dann halt eben nochmal vielleicht ein paar Meter nach unten mitzukriegen. Ja, gucken, ob es jetzt so die nächsten paar Sekunden passiert. Ich will dann einfach tatsächlich hier unten irgendwie mit einer Stop-Order vielleicht sogar rein. Ja, auch wenn wir jetzt hier irgendwie lange doch da nach oben haben, das stört eigentlich nicht. Eigentlich stört es nicht wirklich. Wenn er das macht, ne? Kann natürlich jetzt sein, dass wir hier erstmal ein bisschen seitliches Gewackel kriegen und vielleicht sogar nochmal irgendwie ein neues Hoch. Und dann würde ich einfach hier ganz blöd auch am SMA 20 oder so, dann dort einfach vielleicht nochmal da oben per Limit dann halt dagegen halten. Kann man ja auch machen. Ja. So, das meine ich, ist jetzt nicht so stehen geblieben, von daher könnte man natürlich trotzdem versuchen, direkt halt hier drunter. Aber halt die Bewegungen sind so ein bisschen überschaubar. Von daher muss man es jetzt auch nicht unbedingt erzwingen, hier nochmal einen Trade irgendwie zu platzieren. Außer es spielt halt wirklich genau in die Richtung mit, wie es dann halt eben soll und das auch relativ schnell, dann ja. Aber ansonsten kann es natürlich auch sein, dass der Markt jetzt hier stehen bleibt und dann irgendwie um 3 Minuten vor 10 oder so dann halt irgendwie auflöst. So, ich würde sagen, komm, ne,
Die Gefahr sehe ich so ein bisschen hier, muss jetzt nicht sein, ja, aber ich glaube, mit dem Ergebnis hier von den 103 Punkten kann man jetzt auch erstmal soweit zufrieden sein und hier auch den Deckel drauf machen. Ja, ne, Nelson, sofern du nichts dagegen hast, glaube ich. Naja, du, kaum bin ich wieder da und dann läuft es wieder. Ich sehe nichts. Achso, du meinst davor? Ja, natürlich, 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 natürlich. Auf jeden Fall, der Markt hat auf dich gewartet, Nelson, mit der Wohler. Und So. jetzt haben wir endlich den Schuldigen gefunden. Ja, es tut mir leid. Glaube ich nicht. Nein. Aber ja, würde ich sagen, ne? Weil war doch alles irgendwie okay. Also ist ja auch eigentlich alles gesagt. Man muss. Weißt ja, ich bin auch kein Fan davon, das irgendwie in die Länge zu ziehen, sondern lieber kurz, knackig auf den Punkt. Und das ist ja dann auch irgendwie für diejenigen, die vielleicht auch nachher im Video gucken, ja dann auch irgendwie einfacher und irgendwie kurzweiliger. Ja, also ich schließe mich dem auf jeden Fall an, ne, was der Lutz hier gerade. Also ich freue mich auch, dass du wieder da bist, Netzen. Dank. Ich freue mich aber auch, wenn der Florian da ist. Aber ich freue mich natürlich, dass du wieder da bist. Der hat dich ja würdig vertreten, sagen wir es mal Das so. stimmt allerdings. Ja, das hat er auf jeden Fall. Gut, ja, dann Sehr sage ich gut. einfach an der Stelle, wenn da nichts dagegen spricht, erstmal wieder gerade hinsitzen. So. Hemd gerade zwirbeln, jetzt habe ich hier fast mein Mikro gekillt. Und sage an der Stelle dann, ja, danke, dass ihr dabei gewesen seid, hat Spaß gemacht. Der Markt hat wunderbar mitgespielt auch. Und vom Ergebnis her ist es, glaube ich, ja, ganz vorne mit dabei von den Ergebnissen im DAX hier zur Eröffnung. Und freut mich natürlich, dass wir da halt nicht irgendwie ein auf der Stelle rumgedrüppel hatten, sondern wirklich einen Markt, der echt nice mit in die Karten gespielt hat. Danke, dass ihr dabei wart. Danke auch an dich, Nelson. Und ja, ich hoffe und sehe ja auch, ihr habt ja auch ein bisschen was mitgenommen. Freut mich natürlich auch. Und wir sehen uns, glaube ich, am Freitag wieder, ne? So Richtig? sieht's aus, beziehungsweise wir sehen dich und genau, 14:15 am Freitag NFP. Vielleicht stelle ich mir dann hier einfach mal so einen Hocker hin, dass ich einfach mal gerade sitze. Vielleicht wäre das ja. Ich überlege mir das mal. Hauptsache, die Ente ist wieder Ja, der Nelson ist da. da. Sehr gut. Heißt ja Also auch Nelson. ich schließe mich hier den Chat mal an und bedanke mich natürlich auch. War ein super Webinar, wie immer sehr lehrreich und vielen Dank natürlich an alle, die dabei waren. Ich wünsche noch einen schönen Tag, noch eine schöne Woche, erfolgreiche Woche. Hoffentlich dann bis Freitag und ja, bis dahin passen wir auf viele Positionen auf. Schönen Tag, lieber Dirk und bis Freitag. Bis dann. Bis Ciao. dann. Tschüss. Ciao.